Ja, jetzt mal raus hier. Und hier sind 4 von den XXL-Pötten drin. Und gestern hatten die hier Betriebsversammlung. Da ging hier gar nichts. Naja. Naja. Dann haben sie dementsprechend jetzt mehr zu tun. Der Chassis, das ist gut. Und 4 neue Spuren, Ladekranspuren sind es am Bauen, die sind fast fertig. Bitte verlassen Sie das Terminal. Genau. Früher gab es da immer gute Fahrt. Heute auch nicht mehr. So. Oh. Eurogate. Tim, 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 tim. Der Achsenkiller. Zack. Oh, bis hier vorne stehen sie. Naja. Na ja. Oh. Was wollen die denn alle hier? Mal. Ja, super. Ich muss in beide, in die 1 und in die 4. In der 1 hole ich den für vorne ab und in der 4 den für hinten. Also fahre ich erstmal zur 1 und es ist vollkommen egal, weil beide voll sind. Also fahre ich doch mal hier hin. Ich habe ja Zeit. Ja, schauen wir mal. Ja, umgebaut habe ich ja schon. Ah, gerade standen sie noch bis hier. Hoch. Werden sie bis gleich hier stehen. Jede Wette. Sag doch. So ein Müll. Naja. Was soll's? Wahnsinn!
die erste Kiste drauf. Nach 40 Minuten hier warten. Echt klasse. Und dann kam er sogar noch an und hatte sie verkehrt rum. Naja, muss da wieder zurück, muss da drehen. Dann kam er wieder. So, jetzt geht's in die 4. Und dann holen wir uns mal die zweite ab. Ich hoffe. Naja, und wenn? Wir haben jetzt 10 nach 12. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit, ne? In der Zeit jetzt gerade schön Instagram geschaut, ein Foto hochgeladen, mal das ein oder andere bei WhatsApp abgefrühstückt. Ja. So, jetzt piept er wieder nicht. Ach, jetzt Wochenende habe ich keine Zeit dazu, aber danach werde ich hier wohl nochmal dran müssen. Irgendwo habe ich da noch was vergessen. Stopp, habe ich gesagt. Gut. Kommt sowieso keiner, weil Tor zu. Die Kiste wiegt echt nichts hier vorne. Die wiegt irgendwas mit 4 Tonnen brutto. Und die andere, die ich abhole, soll genauso viel wiegen. Das heißt, ich habe 8 Tonnen zusammen, wenn es hochkommt. Oh, bis hier. Nee, bis hier standen wir vorhin noch nicht. Uiu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 i. Da bin ich jetzt mal gespannt, was an der 4 los ist. Naja, es ist Mittag. Da kommen die ganzen von ihren ersten Kunden zurück, die im Nahbereich fahren. Ich denn hier rein? Ich will doch noch gar nicht raus. Ich darf noch gar nicht raus. Oh, 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 oh. Ach, du ahnst es ja nicht hier. Das macht ja gar keinen Spaß. Da kommt keiner, da kommt keiner. Boah, klappert die Büchse, weil sie nichts wiegt. So. Wir warten Teil 2. Wahnsinn. Und noch eine Pause voll gekriegt. Juhu! Wo willst du hin mit deinem Bagger? Nee, 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 nee. So, beide Büchsen drauf. Und wir haben jetzt 10 vor 2. So, kommt keiner, kommt keiner. Nee, nee, immer dieser Stress hier.
fürchterlich. Fürchterlich. Bin mal gespannt, was gleich der Zoll sagt. Sagt er, ich darf oder ich darf nicht? Lassen wir uns mal überraschen. Ach, die sind wieder gut drauf. Da macht das Spaß. Ja, komm schon hier. So, Zoll. So. Was habe ich denn an Achslast? ...5,6 Tonnen. Wahnsinn. Tja. Da dürft ihr noch mehr als das Doppelte. Ja, gestern habe ich ja gesagt, da hatte CTB, hatte Personalversammlung. Und da ging gar nichts mehr, weil nur noch eine reine Notbesetzung da war. Also noch weniger, viel weniger als ein Samstag. Und um 19 Uhr ging da gar nichts mehr, hat mir Basti vorhin erzählt. Ja, und heute ist das dasselbe Spiel im CTT. Und deswegen bin ich schon ganz froh, dass ich da nicht hin muss. Ja. So, und dann habe ich gerade gelesen, ja, eigentlich logisch, nach der Röntgenanlage muss ich dann auch noch zum anderen Zoll die Scheißbüchse verzollen lassen. Und hier stehen sie Schlange, 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 Schlange. Aber dafür, dass hier wesentlich mehr los ist, mit wesentlich mehr Spuren, geht es hier schneller als in der Fuhre 4, wo ich gerade war. Ja. Naja. Ich bin jetzt fast 4 Stunden nur hier in den Terminals in den beiden. Irre. Aber ich habe gerade mal geguckt, also Schwarmstedt werde ich auf jeden Fall erreichen. Und vom Schwarmstedt aus, Autohof, bis dahin dürften das noch so 35 Minuten sein. Von mir aus auf 40. Also alles schick. 8 Uhr Termin ist definitiv einzuhalten. Weil Umzugsbüchse, ne? Und Privatadresse. Ja, hier steht ja auch so ein Riesenmärsk. Was hier im Moment los ist, irre. Und Shanghai ist immer noch dicht. Du bist ein Profi. Wahnsinn. Pinneberger. Voll drauf. So, also rechtere Spur nehmen, wenn ich zum Zoll will. Ansonsten drehst du eine Ehrenrunde. Wenn du Pech hast, kommst du nämlich nicht rüber. Grün, 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 grün. Tadi, tada. Ah, ich blink auch mal. Er will auch zum Zoll. Nee, will er doch nicht. Ich dachte. Aber ich. No sleeping. Nur PKW.
macht nichts. So, werden die hier auch geröntgt. Ich bleib jetzt hier mal einfach stehen. Finde ich gut, würde ich mal sagen, oder? Naja, eigentlich ja nicht, ne? Ach, egal, bleiben wir hier mal stehen. Ach ja, nix los da, ne? Keine Schlange, kein gar nichts. Noch nicht mal mehr ein LKW in der Röntgenanlage drin. Ja, nee, sie haben ja erst um 16 Uhr Termin. Also nein, das geht nicht. Na super. Und maximal 30 Minuten vorher darf ich rein. Es lebe das Beamtentum. Ja, Röntgen erledigt. Zumindest durch. Ja, und da hinten links ist ja so eine Anzeigetafel. Und da muss ich jetzt warten, bis mein Kennzeichen auf grün springt. Dann kann ich fahren. Und wenn es rot bleibt und ein Pfeil nach links kommt, dann wird er geöffnet. Und da der Container vorne drauf ist, haben die dann Spaß. Ja, und mit zwei Containern durch, wo nur einer geröntgt werden muss, ist ein Heidenaufwand. Weil für den zweiten, der nicht geröntgt werden muss und der auch komplett verzollt ist, machen die den gleichen Heckmeck, als wenn er durch den Zoll müsste. Das ist so ein Quatsch. Naja, so ist das eben. So, was haben wir denn jetzt? 15.45 Uhr. Oh, jetzt kommen ein paar. Die ganze Zeit war gar nichts hier. Ja, und danach darf ich nämlich hier noch auf den Vorplatz und dann darf ich nochmal zum anderen Zoll. Als wenn die das nicht mitmachen könnten. Nein, machen sie nicht. Habe ich nichts mit zu tun. Ja, ja. Es lebe die Bürokratie. Wie war das? Wir bauen die Bürokratie ab. Da habe ich bis jetzt noch gar nichts von gemerkt, außer dass es mehr wird. Ich kenne eine Familie, die wohnt im Ahrtal. Und die waren auch von dieser Flut betroffen und an diese Hilfsgelder zu kommen, um überhaupt erstmal die erste Zeit über die Runden zu kommen, was das für ein Papierkrieg und Aufwand war. Irre. Naja, jetzt warten wir mal ab, wie es hier weitergeht. Also bis Schwarmstedt fahre ich heute und dann ist Feierabend nachher. Wahnsinn! Ich darf, ohne dass aufgemacht wird, aber nicht zu früh freuen, weil jetzt muss ich da hin. Ja, ich freue mich auch. Ach, nee, ich will nach Hause. Mag nicht mehr. Ach, ja. Ist es nicht schön. Warum piept es denn jetzt schon wieder? Oh, ich muss da echt noch mal mit dem Läppi dran. So, ich will in die andere Richtung stehen. Weil dann knallt hier die Sonne nicht so rein. Nee. Da ist nämlich einer frei. Herrlich. So, auf in die nächste Runde. Ja, 10 Minuten. Ja, alles klar, war ja nichts drin, dann kannst du fahren. Naja, das hätten die mir bei der CPA nicht sagen können. Naja. Aber lieber so. Oh, wo ist Am meine... Ende der Straße biegen Sie rechts ab. Naja.
Aber lieber so, als dass er einen da jetzt nochmal, wer weiß, wie lange warten lassen. Das längste, was ich hier mal gewartet habe, mit Containeröffnung, mit allem drum und dran, waren 4,5 Stunden. Am Ende der Straße biegen Sie rechts ab. So, jetzt heißt es Schwarmstedt, weil woanders brauche ich gar nicht erst versuchen. Das können wir knicken, weil wir haben jetzt 16.15 Uhr. Oder auf Bürokratie Korinthenkackerdeutsch 16.11 Uhr und 14 Sekunden. Nach 80 Metern scharf links, dann am Ende der Straße wenden Sie. Bin doch nicht bescheuert. Ich fahre anders. Scharf links, Stopp. B3, Finkenwerder Straße, dann am Ende der Straße wenden Sie. Ich bin noch nicht bescheuert. Da fahren wir lieber so. Nach 100 Metern biegen Sie links genau. Ab, Baumsand. Dann am Ende der Straße biegen Sie rechts ab. Hier kann es zwar auch mal passieren, dass man länger steht, aber... Gib Gas, ich will hier auch noch rum. Biegen Sie rechts kommt ab, grad keiner. B3, Finkenwerder Straße. Dann biegen Sie links ab. Zack und direkt rüber hier. Nee. Und der Fritz, der ärgert sich gerade im CTB, im Bummelkai. 600 Metern biegen Sie links ab, A7, E45, Richtung Hannover. Ja, dann habe ich ihm gesagt, was das B in Wirklichkeit heißt. Das heißt ja nicht Burchardkai, sondern Bummelkai. Da war er am Lachen und schon hat er wieder bessere Laune, alles schick. Aber ist wirklich so. Und im Moment scheint da echt die Katastrophe zu sein. Oh, grün. So, und ich glaube, hier heute aus Hamburg gedöns mache ich eine komplett eigene Folge. Nach 400 Metern biegen Sie links ab, A7, E45. Oh, und das stoppt jetzt schon. Dann fahren Sie auf die Autobahn. Diese blöde Baustelle. Aber was soll's, halb so wild. Da schickt der Fritz mir eine Sprachnachricht. Die muss ich gleich mal abhören. Biegen Sie links ab, dann fahren Sie auf die Autobahn. Aber ohne euch. Weil noch habe ich kein Go von ihm, dass ich das mal eventuell mitveröffentlichen darf. So, Schwarmstedt, auf geht's. Schwarmstedt! Um 17:45 Uhr. Biegen Sie links ab, ja, B214, ja. Richtung Celle. Dann ja. Biegen Sie links ab. Das war noch gelb. Ja, ich habe mich aber ein bisschen verschätzt. Ich dachte, das sei näher. Ich habe morgen jetzt nämlich noch genau eine Stunde. Oder etwas drüber. Oh, er fährt da noch mit seinem Luxuswagen. Ich finde das Ding geil. So, was macht er denn da? Läuft er da in seinem Schlafanzug rum oder was? Altbekannte Stelle will ich hin. Naja, macht nichts. 6 Uhr Wecker stellen. 20 Minuten Puffer einbauen, wer weiß was ist. Also 20 vor 7 oder halb 7 kann man auch machen. Weil das ist Wohnanschrift. Da muss ich überhaupt erstmal gucken. Ich habe mir das auf Maps angeguckt.
Da werden die wohl ein bisschen laufen müssen. Weil da fahre ich nicht rein. Das sage ich jetzt schon. Allein schon, wie es auf Maps aussieht. Warum quietscht denn mein Lenkrad jetzt? Ich habe keine Ahnung. Wo willst du hin? Er will da bleiben. Und das geht mir aber auf den Sack mit dem Lenkrad. Sekunde mal. Weg! Ich glaube, ich muss meine Keile drunter legen. Ja. So, aber ich sag jetzt schon mal, Schicht im Schacht. Feierabend.